Wie findest du deine Superkräfte? Herzlich willkommen und habe die Ehre zu diesem neuen Video. Wir sprechen heute darüber, was Superkräfte sind, für was sie gut sind und warum, wenn du sie nicht hast, du in manchen Lebensbereichen unglücklich bist. Kurz zu mir noch, dadurch, dass sich meine Abonnentenzahl in den letzten Monaten vervierfacht hat. Mein Name ist Martin Zimmermann. Ich war 10 Jahre lang Angestellter im Finanzwesen in Frankreich tätig, weil ich Angst hatte, Verantwortung zu übernehmen, das Leben in meine eigenen Hände zu nehmen. Ich bin seit 2 Jahren selbstständiger Unternehmer, weil ich endlich verstanden habe, meinem Herzen zu folgen. Angefangen hat das Ganze schon sich zu entwickeln vor 19 Jahren, als ich An- und Verkauf von Rap-CDs auf eBay betrieben habe. Heute bin ich Coach und Mentor und begleite Menschen, wie sie in ihre Kräfte kommen, dank meiner Mutmacher-Methode. Jetzt habe ich auch Freude daran an Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mich inspirieren lassen von Bob Proctor, Kurt Tepperwein und lasse mich momentan noch begleiten, was die Geschäftsentwicklung angeht, von Roch Patry, einem französischen Unternehmer und Marketing-Experten. Wenn du mehr von mir wissen willst, es gibt einige Videos, einige Beiträge auf YouTube, auf Instagram, in denen du noch mehr von mir erfährst. Also schau auch gerne da rein. Ja, Menschen kommen zu mir, weil sie aktiv werden wollen, weil sie unternehmerisch tätig werden wollen, weil sie dem Hamsterrad entkommen wollen oder auch nicht mehr zurückgehen wollen. Aber sie haben auf der anderen Seite Angst und mentale Blockaden, sich zu zeigen, aktiver zu werden, sich zu verkaufen, sich und ihre Hilfestellung zu präsentieren. Und sie haben aber keine Lust mehr, sich unter Wert zu verkaufen. Deswegen kommen sie zu mir, um anständiger zu leben, Krisen vorzubeugen. Allerdings wissen sie, dass ihnen die Methodik fehlt, um nachhaltig Großartiges zu kreieren und ihr riesiges Potenzial auszuleben. Das heißt, ich genieße es, mit Menschen zu arbeiten, die beschlossen haben, was sie wollen, dass sie ihre Träume wahrnehmen und auch ernst nehmen und dadurch in die Selbstbestimmung kommen, indem sie ja besser verkaufen, indem sie Kunden gewinnen, indem sie Geld verdienen und als Experte, als Unternehmer, als Abenteurer wahrgenommen werden. Das Paradoxe ist, dass sie zwar wissen, dass sie mehr können, aber sie machen nichts draus. Ich bin hochmotiviert, ich arbeite nur mit Menschen, die auch motiviert sind, die was verändern wollen, die nachhaltig was verbessern wollen in der Welt. Und deswegen habe ich die Situationsanalyse eingeführt, in denen ich verstehe, ob der Mensch motiviert ist oder nicht. Und wenn nicht, dann nächster. Also ich arbeite mit Unternehmenslustigen, mit aktiven Menschen und mit meiner Mutmacher-Methode. Und die basiert auf der Frage deiner Superkraft. Woher kommt diese Kraft? Viele Menschen fragen mich: Martin, woher hast du die Kraft? Die basiert auf der Mutmacher-Methode. Und die Mutmacher-Methode wiederum basiert auf der Einzigartigkeit. Wenn du auf die Straße gehst, wenn du die Leute anschaust, glaubst du, dass die sich ihrer Einzigartigkeit, ihrer Besonderheit bewusst sind? Ich glaube nein, oder? Wir sind uns einig, dass keiner der Menschen oder wenige sich wirklich ihrer Einzigartigkeit, ihrer Besonderheit bewusst sind. Warum sind sich die Menschen ihrer Einzigartigkeit nicht bewusst? Ganz simpel, weil wir uns verformen haben lassen, wir haben uns glätten lassen, damit wir in bestimmte Rollen, in bestimmte Schubladen passen, aus dem Grund, dass der Staat, dass die Regierung dich vorhersehen kann, dass du vorhersagbar bist in der Rolle, die du einnimmst und dass du zu einer guten Zahl, zu einer guten Statistik wirst. Warum sollen wir gute Statistiken, gute Zahlen sein? Weil der Staat, die Regierung, wie ein Unternehmen, wie eine Privatgesellschaft funktioniert. Es gibt ja das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, das besagt, wie viel an Geldwert im Jahr produziert wird, an Güter und an Dienstleistungen. In Deutschland waren es im Schnitt 2021 rund 42.000 Euro pro Einwohner. Und das heißt, dass der Staat es auch wieder für die nächsten Jahre erwartet. Also will er, dass du vorhersagbar bist. Denn er hat ja schließlich in dich investiert, in deine Bildung, in die Infrastruktur, Schule, Studium. Er hat 400.000 Euro in dich investiert in deinem ganzen Leben, dann erwartet er mindestens, dass du 10 Jahre in ungefähr deines Lebens zu diesem Bruttoinlandsprodukt beisteuerst. Das heißt, du sollst eine bestimmte Rolle übernehmen, dass du vorhersagbar bist, du sollst Entscheidungen treffen, die auch entsprechend planbar sind, damit der Staat letztlich von dir diese Einnahmen oder diese Ausgaben, die er in dich getätigt hat, in einer bestimmten Zeit wieder zurückbekommt. Das soll dir auf simple Art und Weise schematisieren, dass es für den Staat wichtig ist, dass du planbar bist, dass du Entscheidungen triffst, die auch dazu führen, dass du rentabel bist, dass du die Investitionen wieder amortisierst,
die der Staat in dich getätigt hat. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass du verstehst, dass das Studieren zum Beispiel nur ein Mittel zum Zweck ist, um bestimmte Löcher zu füllen, um Lücken zu füllen, damit das System funktioniert, damit du irgendwelche Rollen schlüpfst, die den Staat dazu befähigen, seine Gewinnerwartungen pro Jahr zu realisieren. Studiert habe ich auch, circa 5 Jahre lang. Habe ich mich dabei wohlgefühlt? Nein. Habe ich meine Einzigartigkeit dadurch verloren? Ja. Und wenn du dir überlegst, wie verrückt es ist, dass wir unsere Einzigartigkeit seit unserer Kindheit eigentlich, seitdem wir in die Schule kommen, dafür opfern, damit die Regierung uns handhaben kann, wie sie will, es ist einfach nur krank. Und es soll keine Verschwörungstheorie sein, es soll ein Fakt sein, wie die Sonne ist gelb, emotionslos, einfach nur wahrnehmen, dass wir in diesem System leben, das davon profitiert, dass wir planbar sein sollen und dass wir verformt sind, in eine Rolle schlüpfen, um zu funktionieren. Wir haben also unsere Einzigartigkeit gekillt. Und mit dieser Betrachtungsweise, die ganz wertfrei, emotionslos und ohne Ego sein soll, möchte ich dir nur klar machen, dass wir nicht glücklich sein können, solange wir eine Rolle spielen, solange wir denken, dass wir ausschauen wie alle anderen, dass wir also sein sollen wie alle anderen. Wir machen uns dadurch nur was vor, weil wir uns selbst nicht wahrnehmen, weil wir nicht unsere Bedürfnisse kennen. Wir kennen uns selbst nicht, wir wissen nicht, wer wir sind. Und alles das nur, weil wir in unserer Kindheit unsere Einzigartigkeit beraubt wurden. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Und es reicht, um dich herumzuschauen. 6% sind offiziell vom Burnout betroffen in Deutschland. 87% der Menschen fühlen sich gestresst. Das heißt, 9 aus 10 Leuten haben schon eine vorläufige Erscheinung von einem Burnout, weil Stress zu Burnout führen kann und Stress noch andere Krankheitssymptome hervorrufen kann. Es ist doch einfach nur krank, wenn du dir überlegst, dass so viele Menschen Dinge verrichten, sich gestresst fühlen, weil sie einer Arbeit nachgehen, weil sie ein Leben führen, das gar nicht zu ihnen gehört, weil sie ihr Gehirn verbrennen für Dinge, die sie eigentlich gar nicht tun wollen und weil sie letztlich implodieren, weil sie ein Leben führen, das gar nicht ihres ist. Und weiter. Einer aus zwei Deutschen mag seinen Job nicht. Einer aus zwei deines Bekanntenkreises hasst seinen Job. Und schauen wir uns an, warum du nichts tust. Weil du nicht weißt, was du sonst machen kannst. Du kennst deine Einzigartigkeit, deine Besonderheit nicht. Kompliziert, oder? Ich nenne es Superkräfte, weil es etwas tiefer geht. Woher weiß ich, dass auch du Superkräfte hast und wie findest du sie? Ich habe dafür eine genaue Methodik entwickelt, die präzise Etappen respektiert, die mich über Jahre lang begleitet hat und die auch meine Kunden in ihrer Entwicklung begleitet, die ich ausgefeilt habe, die ich immer noch ausfeile und die verständlich macht, dass du Superkräfte hast. Woher weiß ich also auch, dass du jetzt gerade Superkräfte hast, derjenige, diejenige, die das Video gerade anschaust? Weil Superkräfte tief liegen und du sicherlich schon den einen oder anderen harten Moment in deinem Leben hattest, wo du im Überlebenskampf warst, wo du in die Fresse bekommen hast, wo du voll auf die Schnauze gefallen bist, gegen die Wand gefahren bist und wieder aufgestanden bist. Genau in diesen schwierigen Zeiten, in diesen schwierigen Momenten sind deine Superkräfte geboren worden. Wenn du heute also Lust hattest, dieses Video zu schauen, dann weiß ich, dass du schwierige Phasen durchlebt hast und ich weiß auch, dass du dank deiner Superkräfte wieder aufgestanden bist. Das Problem dabei ist nur, dass du deine Superkräfte unbewusst, instinktiv halber benutzt hast. Sie sind dir nicht zwangsweise bewusst und alles, was dir nicht bewusst ist, kannst du auch nicht für dich nutzen. Du kannst nicht damit spielen und du kannst es auch nicht vergrößern. All diese Superkräfte in dir sind erschaffen in Momenten deines Lebens, geprägt von Schwierigkeiten, Schindereien und Plagereien, die alle einzigartig sind. Du bist in einem einzigartigen Moment geboren. Du trägst diese Einzigartigkeit seit Jahren in dir und du bist dir dieses Geschenkes nicht bewusst. Es ist, als ob du Mozart wärst und die verrücktesten Komponien schreiben kannst. Du bist dir aber nicht bewusst, dass du Mozart bist und hast auch noch nie ein Klavier angefasst. Oder du bist Michael Jordan, aber du bist dir nicht bewusst, dass du ein Basketballgott bist. Du weißt nicht, dass du unglaublich gut Basketball spielen kannst. Daher bringen wir dank meiner Mutmacher-Methode deine Superkräfte zum Vorschein, weil du fähig sein wirst, deine Ängste, Zweifel, Sorgen zu besiegen und ein für alle Mal zu überwinden. Und danach tauchst du in deine Geniezone ein. Du kannst deine Superkräfte nutzen, um deine Visionen zu finden und deine ganze Energie
dort hineinzustecken, was dir Freude bringt, was dich begeistert und dich auf natürliche Weise herausragen lässt. Stell dir vor, du bist dort, wo du auf natürliche Weise herausragst, wo du auf natürliche Weise Dinge tust und du ignorierst sie. Du ignorierst deine Talente, deine Stärken, deine Gaben, die du von Natur aus hast und die dir von Gott geschenkt wurden. Das ist verrückt, oder? Da, wo wir am besten sind, hilft uns niemand. Niemand hilft uns, jemals unsere Einzigartigkeit zu finden. Und das ist doch verrückt, das ist total krank. Man fragte uns doch immer, was willst du später mal machen? Welchen Beruf willst du mal lernen? Aber man fragte uns nie, was ist deine Einzigartigkeit? Das bedeutet, man fragte uns immer, was willst du, aber nie, wer bist du? Nie, wer wir sind, immer, was wir wollen. Daher gilt es zu verlernen, was du weißt. Kannst du antworten jetzt gerade auf die Frage, wer bist du? Das ist verdammt schwierig, oder? Weil wir es nie gelernt haben. Deshalb geht es bei der Entdeckung deiner Superkräfte darum, die Finger ins Detail zu stecken, was alles in dein Leben ändert, weil die Änderungen wirklich verrückt sind. Mein Ding ist eher der Aufbau deiner Selbstständigkeit, in dem deine Superkräfte in dein Geschäftsleben, dein unternehmerisches Denken einfließen, indem du deine Visionen findest, deinen Mehrwert definierst, deine Interessentenzahl, deine Bekanntheitsgrad, deine Sichtbarkeit dank deiner Superkräfte zum Explodieren bringst. Also was passiert, wenn du deine Superkräfte gefunden hast? Du wirst zum einen mehr Lebensfreude verspüren, du wirst deine Lebensmission gefunden haben, du wirst attraktiver werden für Kunden, für Geschäftspartner und auch fürs andere Geschlecht, was deine Beziehungen heißer macht. Dein Leben wird ereignisreicher, deine Erfahrungen intensiver. Du wirst Gewicht verlieren, nicht nur physisch, sondern auch mental, Altlasten, Schlacken loswerden. Aber vor allem, was passiert, wenn du deine Superkräfte gewonnen hast, ist, dass du dir erlauben kannst, endlich du selbst zu sein. Schau mich an, ich habe einen bestimmten Look. Ich mag es leger, aber ich mag auch maßgeschneiderte Hemden. Ich habe eine bestimmte Frisur, die ich mit Haaren, die ich nicht färben lasse. Ich trage einen Bart, der mehrfarbig ist. Ich mag es aber auch gerne, in der Familie zu sein. Ich mag gerne tiefgehende Gespräche. Ich liebe die Natur. Ich meine Freiheit, letztlich frei von Bestimmungen zu sein. Und daher ist nichts normal in meinem Leben. Alles ist irgendwie verrückt. Und warum ist das verrückt? Weil ich mein Leben aus mir selbst heraus geschaffen habe. Aber das war nicht schon immer so. Bevor ich meine Superkräfte gefunden habe, habe ich nach den Vorstellungen anderer gelebt. Ich habe das getan, was mir andere sagen. Weil wenn du nicht weißt, wer du bist, kennst du auch deine Bedürfnisse nicht. Du weißt nicht wirklich, auf was du Lust hast. Daher habe ich anderen zugehört. Ich habe anderen zugehört, die anscheinend besser wissen, was gut für mich ist und auf was ich Lust habe. In diesen Momenten habe ich mir nicht gesagt, ey Martin, die anderen wissen besser, was ich brauche. Da ist was faul dran. Nein, ich habe lieber weitergemacht mit der Erklimmung der Gewalt. Ich höre zu und lebe weiter das Leben nach dem, was an mir andere erzählen. Denn nie jemand hat mich gefragt, Martin, auf was hast du eigentlich Lust? Kann ich auch gar nicht oder konnte ich gar nicht beantworten, weil ich nicht wusste, auf was ich Lust habe. Deswegen habe ich auch studiert und habe Jobs gemacht, die ich eigentlich gar nicht mochte. Dieser ganze Mist hat sich 15 Jahre lang hingezogen, bis ich eines Tages aufgewacht bin, nach wenig Schlaf, mit Angstzuständen, Krämpfen, Sodbrennen und ich körperlich nicht mehr fähig war, meinen Job zu erledigen. Und ich wäre gerne früher aufgewacht, weil es etwas Gewaltiges war, dieses Erwachen. Und das Leben ist halt mal so. Du verstehst nicht und dann auf einmal kommen gewaltige Sachen auf dich zu. Und in den letzten beiden Jahren haben wir verstanden, was Gewalt angeht, wie die Lage ist. Also das war vorher, bevor ich meine Superkräfte noch nicht kannte. Und deswegen habe ich an mir gearbeitet und meine Einzigartigkeit gefunden. Das Einzigartige, warum die Menschen meine Videos schauen, meine Dienste in Anspruch nehmen. Der Grund, warum sich mein Familienleben, meine Partnerschaft revolutioniert hat. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Es bedarf Mut und du darfst nicht mehr in dieser Opferrolle sein und dir sagen, das Leben ist scheiße. Nein, du musst lernen, Verantwortung zu übernehmen und dich nicht mehr zu belügen. Denn sobald du deine Geniezone gefunden hast, bist du auch verpflichtet, darin hinzugehen. Du weißt, wo du dich investieren darfst, du weißt, welche Schritte zu gehen sind und du wirst voll und ganz leben. Also das ist passiert, nachdem ich meine Superkräfte erkannt habe. So ging es auch kürzlich einer Kundin von mir, die ihre Superkräfte gefunden hat und ihre Visionen für ihre Familie, für ihr Unternehmen. Und das Ganze ist aber nicht so einfach, weil es ist, musst dir vorstellen, es ist wie eine Pandora-Box. Du weißt nie, wenn du sie öffnest, was dahinter steckt. Wenn du den Deckel aufmachst, kann sein, dass dich Blumen erwarten oder auch ein Haufen Scheiße. Und beides kann sich dann auch noch vermischen. Nach dem Öffnen weißt du auf jeden Fall, wer du bist, auf was du Lust hast, was du machen willst, was deine Mission ist, dein Warum und was du tun willst und was nicht. Und du nimmst ab. Nicht nur physisch, weil du alles loslässt, was dir unnütze ist,
Du wirst die ganze Scheiße, die ganzen Schlacken, alles, was dich blockiert, wirst du loslassen. Wir finden, was dich blockiert. Wenn du deine Superkräfte findest und sie akzeptierst, fällt alles weg. Deshalb verlieren die Leute an Gewicht. Warum ist es also so wichtig, deine Superkräfte zu finden? Aus all den genannten Gründen. Und auch, weil du jemand bist, der die Welt verbessern will, der sein Wissen weiterreichen will und der Geld verdienen will auf natürliche und menschliche Art und Weise. Stell dir vor, du bist auf die Welt gekommen für eine bestimmte Sache. Jeder Mensch, jede Seele ist geschaffen worden aus einem bestimmten Grund. Von Natur aus geschaffen für eine Aufgabe. Das ist, was ich glaube. Und jeder ist geschaffen, um es anders zu machen, auf seine Art. Verstehst du? Wenn jeder Mensch sich um seine Einzigartigkeit kümmern würde, du, deine Nachbarn, jeder kümmert sich um seine Einzigartigkeit und akzeptiert die der anderen. Oft ist es aber leider so, dass wir die Einzigartigkeit der anderen nicht akzeptieren. Wir denken an die Geschichten auch von hässlichen Entlein oder vom schwarzen Schaf. Warum akzeptieren wir sie aber nicht? Weil wir lieber mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, du bist verrückt, du bist ein Idiot, du kannst es nicht schaffen. Kurzum, wenn du verstanden hast, warum es reiche, erfolgreiche, glückliche, erfüllte Menschen gibt, was haben die gemacht? Was haben sie gemeinsam? Sicherlich hast du es schon erraten. Richtig, es geht um die Einzigartigkeit. Sie haben ihre Einzigartigkeit akzeptiert, sie haben alles auf ihre Einzigartigkeit gesetzt und sie tun alles, um in Richtung dieser Einzigartigkeit zu gehen. Und schau dir doch die reichen Milliardäre, Gurus an, die sind seltsam. Ja und? Die Genies, sie sind schräg. Warum? Sie sind in ihrer Einzigartigkeit. Sie haben ihre Einzigartigkeit akzeptiert. Stell dir doch mal vor, du akzeptierst deine Einzigartigkeit. Du akzeptierst meine, die deiner Eltern, deiner Nachbarn, deiner Freunde, deiner Familie. Und was wird passieren, wenn wir uns auf unsere Einzigartigkeit konzentrieren? Wir sind im Frieden mit uns selbst und mit unserer Einzigartigkeit. Und automatisch werden wir akzeptiert und wirklich geliebt. Die Einzigartigkeit ist der Unterschied zu anderen Menschen und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel, dass wir alle glücklich sind, dass wir zusammenleben können, dass wir miteinander Freude haben. Der Schlüssel, dass wir unsere Nachbarn in Ruhe lassen und andere kritisieren. Warum? Weil wir aufhören, uns selbst zu kritisieren, zu bescheißen, zu verurteilen. Das ist der Schlüssel. Deine Superkräfte zu finden, bedeutet also deine Einzigartigkeit zu akzeptieren und die der anderen. Warum mögen wir nicht die Einzigartigkeit anderer? Weil wir unsere eigene nicht mögen. Wir mögen nicht, dass man auf uns mit dem Finger zeigt. Wir machen es aber, um schneller zu sein, bevor der andere auf uns zeigt. Das ist alles. Kannst du dir so vorstellen wie im Wilden Westen, als sich die Cowboys duellierten in der Mittagssonne und einer schneller ziehen musste als der andere, um zu überleben. Aber wenn jeder seine Einzigartigkeit akzeptiert, dann geht es der Welt besser und du wirst gesünder, glücklicher, reicher, wohlhabender, sobald du weißt, wer du von Natur aus bist. Und dann gäbe es auch keinen Bedarf mehr an Diplomen und Auszeichnungen, außer es gäbe noch etwas Kompliziertes zu erlernen. Dann würde es einzig und alleine das zu tun geben, was du von Natur aus weißt und kannst. Und das Ganze zu üben, um exzellent zu werden in dem, was wer du bist. Und wenn ich dir sagen würde, dass die Schule, 70% der Diplome, diverse Wirtschaftszweige alle untergehen werden, das gilt natürlich nicht für alles. Zum Beispiel ein Chirurg ohne Diplom könnte ein Problem darstellen. Aber ist es wirklich das Diplom, was zählt? Oder eher die Zeit, die du den menschlichen Körper studiert hast? Oder deine chirurgischen Talente ausprobiert hast. Du hast die Antwort. Was wirklich zählt, ist das Wissen, was du hast, die Superkräfte, die du anwendest und die Zeit, die du nutzt, um zu üben. Diplome und Zertifikate sind nur ein Stück Papier, man kann sie wegschmeißen. Also, warum ist es wichtig, deine Superkräfte zu finden? Wegen all dem. Und jeder hat Superkräfte, weil jeder genervt und gestresst ist. Und falls du deine Ängste überwinden willst, den Frieden in dir finden willst und dich verkaufen willst, auch wenn du kein Unternehmen hast, sondern um einen Job zu finden, der dir gefällt. Und falls du spürst, dass du momentan nicht an deinem Platz bist, dass du ein riesiges Potenzial in dir hast, das du nicht nutzt. Und du fühlst, dass du nicht dein richtiges Leben führst. Und wenn du nicht weißt, auf was du Lust hast, dann führst du nicht dein wahres Leben. Du lebst das Leben, was die anderen vorbestimmt haben. Denk mal darüber nach. Es ist dein Leben und du selbst bist ein Sklave der Bedürfnisse anderer. Du selbst bist Gefangener deines eigenen Lebens. Du bist Fremder in deinem eigenen Leben. Wir sprechen gerade über dein Leben und du selbst weißt nicht, auf was du wirklich Lust hast. Und das ist verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Einfach nur verrückt. Es ist dein Leben und du weißt nicht, was du damit anstellen sollst. Es ist unglaublich, wie wir da hingekommen sind. Warum lernen wir das nicht in der Schule? Ich weiß nicht, warum wir das nicht lernen. Und das ist, was ich dir anfangs gesagt habe. Damit kann man dich leichter manipulieren und dich als Statistik oder als Nummer führen. Wie dienst du dem Staat und was bringst du ihm? Aber wenn du einzigartig bist, kann man dich nicht mehr manipulieren. Du wirst autonom in deiner Einzigartigkeit und das ist, was schön ist. Auf der anderen Seite stört und nervt es die Regierung.
Also, meine Vision ist es, dass jeder einzigartig ist und sich jeder auf seine Einzigartigkeit und sein unbegrenztes Potenzial konzentriert. Und deshalb habe ich die Mutmacher-Methode entwickelt, weil uns unsere Ängste von unserer Einzigartigkeit abhalten. Falls du mehr darüber wissen willst, dann klicke doch einfach auf den Link in der Beschreibung, martinw.zimmermann.com. Dort erkläre ich ein bisschen mehr im Detail. Und falls du Fragen hast zu den Superkräften, zu meiner Mutmacher-Methode, dann schreib mir doch gerne in die Kommentare deine Frage und ich beantworte dir entweder in den Kommentaren oder mit einem neuen Video. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, gerne ein Like, abonniere meinen Kanal für weitere Infos zum Thema Persönlichkeits- und Geschäftsentwicklung und wie du in die finanzielle Freiheit kommst. Ich bedanke mich nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao.